Pressing aus dem 2-3-1-System mit zwei Spitzen. Gegen starke Gegner empfiehlt sich das Pressing mit zwei Spitzen. Da der Weg im 2-3-1-System für den Stürmer, um Druck auf den Verteidiger auszuüben, sehr weit ist, macht es Sinn, gegen starke Mannschaften bei Abstoß auf ein 3-1-2-System mit zwei Spitzen umzuschalten. Bei Abstoß des Gegners rückt der rechte Flügelspieler stets nach vorne neben den Stürmer. Das hintere Rad dreht sich nach links in ein 3-1-2-System. Auf diese Weise kann nun mit zwei Spitzen gepresst werden. Die Wege für beide Stürmer wird damit viel kleiner und der Druck auf den Ballführenden höher. Erfolgt das Anspiel auf die Verteidiger, versucht der Stürmer in den Passweg zum Torwart zu kommen und den Verteidiger auf den Flügel zu lenken. Der zweite Stürmer, hier die rote 7, kippt in das Mittelfeld ab, um das Zentrum zu verstärken. Sobald der Flügel oder auch das Zentrum angespielt wird, kommt der Stürmer in vollem Tempo Richtung Ball, um den Ballführenden einzuklemmen. Bei Balleroberung geht es schnellstmöglich in die Spitze.